Okay, willkommen zurück beim Let's Play Freelancer. Ich habe gerade eben komisch geschaut, denn ich habe festgestellt, oder in dem, ich habe hier noch so ein paar Hintergrundprogramme offen, um zu schauen, wie was überhaupt hier zusammenpasst, und dachte, irgendwie wird mir da nicht angezeigt, dass ich nach Omicron Alpha komme. Aber es ist mir in der Systemkarte. Oder von der Systemkarte aus weiß ich, von hier aus, Omikron Theta, komme ich direkt nach Omikron Alpha. Ja, hier drin ist es auch markiert, aber halt eben, ne, so. Ja, das kenne ich schon. Ja, aber auf jeden Fall wissen wir hier, ne, das ist nach Omikron Alpha. Ja. Okay, dann ist alles in Ordnung. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, dann würde ich auch sagen, direkt los geht's nach Omikron Alpha. Dankeschön, Freihafen 9. Ah, und auch mit Bäumen. Da sind die Bäume drin. Das wurde mir aber eben nicht angezeigt, das letzte Mal hier. Die Bäume wurden mir letztes Mal nicht angezeigt, da wurden mir nur Hügel innen drin angezeigt. Na, diesmal sind Bäume drin. Na gut. Los geht's. Nach das da. So, und dann ist hier noch eine Wolke, haben wir ja gesehen. Die Amarus-Wolke. Gibt keine Informationen drüber. Ist einfach nur ein Sprungloch, das uns nach Omikron Alpha führt. Oh, ich glaube, wir kommen schon in die Wolke rein. Ja. Schon sind wir wieder drin, diese Wolken aus. Iuiui. Da sollte man nicht gegenfliegen. Aus nicht gerade ganz kleinen Asteroiden und auch durchaus kleineren Mini-Asteroiden, die aber noch so lose rumfliegen. Halt eben große Stationen. Nochmal. Große stationäre Objekte, als auch ganz viele kleine Objekte. Oh. Da war er eben, der Planet. Planet Vespus. Da fliege ich diesmal näher ran. Auch wenn es verdammt gefährlich ist. Da ist er. Aber hier sieht man es mit der Umgebung, ne? Da kannst du ja nichts mit anfangen. Oh, da habe ich auch noch viel Platz, genau, gut. Trotzdem, es ist gefährlich, gefährlich. Los, weg hier. Interessant. Ah, da ist das Sprungloch. Sehr schön. Nee, jetzt wird mir hier in meinen Karten nur als unbekanntes Objekt eingezeichnet und nicht als Omikron Alpha Sprungloch. Zack. Und da wären wir wieder in Omikron Alpha, wo wir schon auf dem Planeten Malta der Ausgestoßenen getroffen sind. Aber diesmal fliegen wir auch nach Unbekannt und... Autsch. Ach, verdammt, ausgestoßen sind... das ist ja doof. Die sind uns feindlich gesonnen. Das finde ich doof. Sehr doof. Aber Schild hält stand, Waffen sind gut. Oh je. Aber waren die nicht schon mal freundlich mit uns? Na, Waffenenergie doch nicht so gut, wa? Ja, die sind ja auch normal ein Stück härter als die, na, Nomaden. Geht kaputt. Na komm. Kaputt. So, jetzt fliegen wir hier nicht, weil wir in Omikron Alpha sind. Einmal trotzdem hier Richtung Planet Mallorca und dann nach D6.
6. Irgendwie hier unten runter. Oh nee, nicht noch mehr. Aber okay, scheint alles in Ordnung zu sein. Ich werde halt nur sehr dicht an den beiden Planeten vorbeikommen, von ausgestoßenen besiedelt sind. Das heißt aber auch, hier werde ich nicht safen können. Da ist noch ein unbekannter Planet. Mallorca, Vesuv, alles in Ordnung. Hier besuchen wir nämlich ein besonderes Objekt. Nee, ihr kennt das auch eh schon, aber egal. Erstmal hier der unbekannte Planet oder Mond. Ich meine, die haben ja beide hier Mond, also von daher mal schauen. Der heißt Prenta. Sagt mir nichts. Prenta. Prenta. Info. Ein felsiger, sauerstoffarmer Mond, übersät mit Asteroidenkratern. Okay. Ich sag einfach mal, okay. Ja, das ist tatsächlich so eine kleine Schicht Sauerstoff drüber. Und ansonsten halt haufenweise, ne, und so. Ansonsten werden wir jetzt mal da hinten hinfliegen. Da gibt es nämlich wieder was abzuholen. Beziehungsweise das ist nicht direkt abzuholen, aber es gibt dort etwas zu sehen. Autsch, verdammt, jetzt habe ich gerade nicht darauf geachtet, dass sie jetzt ausgestoßen. Was war das? Ich habe da gerade eben noch irgendwas aufblitzen sehen. Blitzen und blinken. Komm, lass dich zerstören. Und mich doch bloß wegbringen von meinem Ziel. Abgefangen, Ella Badge. Ja, ein guter Flieger. Ui, geh kaputt. Na, danke schön. Aber der nächste ist auch schon da. Mist. Hat nicht ganz geklappt. Mist. Hat auch nicht ganz geklappt. Aber das klappt. Und dann kommt der da auch noch hier. Ergib dich. Na komm. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Jawohl. Okay. So, Wegpunkt. Da war's. Ein großes Objekt, wie ihr eben gesehen habt. Und eben ein sehr besonderes Objekt. Da ist es. Man erkennt es, glaube ich, schon. Es ist ein Schläferschiff. Die Hispania. Genau. Hey, warte mal kurz. Kleiner Krümel hier. Gigantisches Schiff. Wenn man die schon von hier aus sieht. Einige Trümmer drumherum. Und halt hat eine Geschichte zu erzählen. Schon wieder ausgestoßen, ne? Lasst mich doch mal in Ruhe eure Hispania anschauen. Ein ehrwürdiges Objekt hört auf, mich davon abhalten zu wollen, es anzuschauen. Es ist doch bloß die Ehre. Keine Ahnung. Ach, das sind noch mehr Ausgestoßene. Geh kaputt. So langsam habe ich hier ein bisschen mehr Beschuss. Verdammt. Bring mich von meinem Ziel ab. Jawohl. Hat zwar auch einen Treffer kassiert von der Rakete, aber okay. Solange die nicht mit Cannonballs auf mich schießen.
Ja. Komm. Geh kaputt. Und jetzt mal weiter Richtung Hispania wieder. Ist nur ein ausgestoßen an mir dran. Ihr seht jetzt schon, das ist sehr alt auf jeden Fall. Sehr alte Antriebstechnologie. Aber trotzdem Schläferschiff, hallo. Na komm, geh kaputt. Okay, danke schön. Hispania. Spanisch. Ja, auf jeden Fall hier, da ist der Antrieb. Man kann da sogar reinfliegen. So riesig ist das Ding. Und hier gibt es auch nochmal solche Sachen. Hier hinten die Klappen. Ein Dreifachantrieb, genau. Oh, warte mal. Kann man da. Ui. Man kann hier durch. Boah. Alter Schwede. Hier kann man sich gut drin verstecken. Da war eben noch was. Schön. Guckt euch das mal an hier. Das ist doch Wahnsinn. Struktur. Habe ich mich jetzt im Kreis gedreht? Nee, habe ich nicht. Bin jetzt vorne drin. Hier die ganzen Gitter, wo die die Dinger halt drin waren. Und hier auch nochmal. Hier kann man auch nochmal reinkommen. Also auf jeden Fall, wenn man mit den Ausgestoßenen verbündet ist, dann bekommt man hier auch noch spezielle Musik. Leider ist die hier gerade nicht zu hören. Was ich doof finde, hä? Wir kommen doch nie und nimmer was rein. Ne, auf jeden Fall, das schauen wir uns einmal an. Die Hispania. Ein Wrack. Viking. Das Wrack der Viking, geflogen von Kopfgeldjäger Kelly Nielsen. Ne, das wollt ihr eigentlich nicht wissen. Hispania Schuttfeld. Scannen läuft. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 78,3%, dass es sich bei diesem Feld um die Überreste der Schlacht des Hispania handelt. So ist Scan-Vorgang läuft, ja. Hispania Schuttfeld, so. Tja. Das ist die Hispania. So, und um mich herum kommen immer mehr Schiffe, deswegen will ich hier mal kurz raus und kämpfen. Ach, hier sind noch andere Schiffe von Korsaren ausgestoßene Kopfgeldjäger. Einmal draufhalten. Wann sammelt sich hier noch so eine Armada von Ausgestoßenen an, gegen die man dann nicht kämpfen kann? Nee, bloß nicht. Deswegen. Jawoll. Und einer noch. Na. Da rammt der mich einfach mal. So, direkt alles einsammeln. Ja, und das ist dann die Hispania. Schön anzusehen. Ist ein riesiges Schiff gewesen. Das war es auch hiervon. Von hier aus geht es dann hier oben hin weiter, irgendwo so hier hin. Irgendwo da so hin. Und zwar gibt es hier dann nämlich noch 4F und da dann. Also grob, das ist schon ganz richtig hier so. So, hier so. Ach nee, 8, 9. 9, 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 Mist.
Ja, muss wieder kämpfen. Und da hinten sieht man noch die, immer noch die Spanier. Ah, komm.